Mal sehen, wie lange wir das Chaos weiter kontrollieren können. Ich sitze gerade in totaler Verdunkelung. Draußen wird es heute so 35 Grad werden. Morgen sollen es 40 Grad werden. Und ich werde mich bei den Temperaturen nur so wenig wie möglich bewegen. Was allerdings nicht für unsere Kolonisten gilt, weil wenn die überleben wollen, also die neuen Kolonisten, die alten sind ja, naja. Bedauerlichen Umständen zum Opfer gefallen. Ja, Haustür rein. Zum einen können wir es nicht verhindern. Oh! Naja, es hat nicht funktioniert, aber den Versuch war es wert. Außerdem, so viel Go-Juice haben wir gar nicht, also. Und sich damit richtig wegzuschießen, dürfte nicht funktionieren. So, und jetzt sitzt mir gerade eine Ratte auf dem Kopf. Au. Und hat den kürzesten Weg runtergenommen. Ich liebe dich, Viecher. Oh, Tess hat netterweise die Steine alle reingebracht, aber genau jetzt ist es nämlich langsam an der Zeit, dass wir uns auch mal ein paar Schritte darum kümmern, dass die Fallen wieder aufgestellt werden. Wer weiß, wie viel Zeit wir noch haben, bis die nächsten Feinde wieder anrücken und uns das Leben schwer machen. Aber abgesehen von der Tatsache, dass die Leute halt ein bisschen, sagen wir mal, neben der Spur sind. Stehen wir ja gar nicht mal schlecht da. Oh, irgendwas passiert? Drei. Okay. Ich beschwere mich nicht. Sollen die sich erstmal vorbereiten? Muss halt nur aufpassen, dass unsere Leute nicht irgendwo in die Richtung laufen. Aber das sollte keine Schwierigkeit sein. Ah, nicht genügend Fähigkeit, okay. Schön. Sehr schön. Oh, das könnte interessant werden, wenn die den Besuchern über den Weg laufen. Na, aber offensichtlich haben wir kein Glück und die verpassen sich. Oder? Nein!
Nein, nein, wir brauchen keinen Frieden. Das Einzige, was mich an der Karte stört, dass die manchmal in diesen Schnellsuchmodus geht. Schön, haben wir schon mal ein neues Gewehr. Sehr gut geschossen, Leute. Das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt dürft ihr gerne reinkommen. Nein, momentan darfst du da noch nicht hingehen. Kommt ruhig rein, wir können mehr Fleisch gebrauchen. Bin mal gespannt. Bisher hat es ja noch keiner geschafft, bis hier hinzukommen. Dementsprechend ist das jetzt quasi mal so ein Testlauf, wie das mit der Kanonenaufstellung funktioniert. Okay. Das ist gar nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Mal sehen. Ich hoffe, wir haben sie nicht so schwer verletzt, dass... Oh. Schon wieder. Ach ja, das geht. Das geht, das kriegen wir hin. Das verdammte Psychic Ship. Wir haben ja eh keine Kapazitäten. Vielleicht mit 4 Mann. Wenn schon ihr Genies, dann gucken wir, dass wir so viel wie möglich nach Hause schleppen, anstatt immer nur Einzelpakete.
Die Situation ist ja schon schwierig genug. Ja, soll sie kommen? Liegt eine Menge Fleisch da draußen rum. Ich meine, selbst wenn die ja gut durchkommen wird sie, weil eventuell fangen wir sie doch besser ab, dann haben wir eine Falle mehr. Handwerk, bauen auf 7, das ist doch gut. Werden besser. Gut, hin und wieder ändern sich die Leute, aber wir werden generell besser. Also ich. Nicht die beste Strategie, aber wir versuchen es. Vielleicht kriegen wir es ja sogar hin. Meine, ein glücklicher Treffer und das Vieh ist Geschichte, ne? Mit den oder so. Ist die Falle halt hin. Kohle? Naja, wenn wir irgendwann mal die Kapazität haben, können wir die halt mitbringen, aber jetzt so gerade sehe ich da nicht so den Nutzen. Aber hey, auf einmal kriegen wir Sachen fertig. Kann gar nicht kochen. Das heißt, wir müssen gucken, dass das Haus so schnell wie möglich wieder ein bisschen ans Schlachten kommt. Aber immerhin, ein paar Fallen haben wir. Na gut, immerhin ein bisschen was liegt ja verhältnismäßig nahe vor der Tür. Jetzt vermisse ich die Androiden. Ziemlich hoher Widerstand, aber hey. Wir nehmen, was wir kriegen können, ne?
meine, auf ewig werden uns diese Fallen nicht retten, aber sie halten zumindest einen Teil der Feinde so weit ab, dass wir in der Lage sind, mit dem Rest klarzukommen. Also den Granit haben wir reichlich. Das ist Schiefer. Du wärst eh nicht weit gekommen. Schluss. Mensch, 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 die Leute, ey. Meine, wo will die denn hinfliehen? Okay, jetzt kriegt ihr eine stabilere Tür. Granit sollte hier wenigstens ein bisschen aushalten. Entschuldigung, muss gerade mal gucken, was meine Ratten wieder für einen Unsinn anstellen. So, ohne Dreck sind die Räume jetzt einfach nur noch langweilig. Aber besser langweilig als furchtbar. Und um das Psychoschiff müssen wir uns ja auch immer noch kümmern. Ah, schön. Zweiter Kannibale. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Oh Mann, dieses Katastrophenverwalten. Ein Problem nach dem anderen, bitte.
Okay, du darfst jetzt essen. Okay. Ich könnte mich also theoretisch darum kümmern, wenn ich nur einen einzigen gesunden Kolonisten hätte. Eigentlich hatte ich vor, mit einem der gesunden Kolonisten mir eins der Gewehre zu greifen, darüber zu rennen, darauf zu schießen und zu hoffen, dass die Viecher mir bis in die Schlagfallen reinfolgen. Natürlich. Sag mal, wie viel Lebensmittelvergiftung kann man eigentlich auf einmal haben? Nur so Interesse habe gefragt. Kirschen? Das könnte tatsächlich hilfreich sein. Entschuldigung, aber das muss ein Momentchen warten.
Oh, die ist erfroren oder so, hm? Und das können wir. Wenn es nur der eine ist, mit dem können wir klarkommen. Oh, Kopf abgebissen. Okay, das ist natürlich eine Möglichkeit, ne? Das Wenn es nur der eine ist und wir kriegen die Leute auf genügend gesund sein. Heavy Charge Blaster. Das ist natürlich gefährlich. Ein Volltreffer aus dem Ding und unsere Kolonie wird wieder kleiner. Fühlt sich deprimiert, das verstehe ich sogar. Kann nicht laufen. Handschuhe kannst du meinetwegen liegen lassen. Hat die Taschen voller Kirschen und beschwert sich, dass es nur Kannibalenessen zu futtern gibt, ha? Das ist die Kolonie der permanenten Depression. Kein Wunder, dass einer von denen davon was fertig baut. Wie, der kann nicht laufen. Ja, wegen Lebensmittelvergiftung. Oh Mann. Ja, klar, wir sind ja noch nicht gestresst genug.
Okay, wir haben vorübergehend zwei Leute. Naja, theoretisch. Also ernsthaft, es ist nur gebratenes Fleisch in der Mahlzeit. Da kann eigentlich keine Lebensmittelvergiftung bei rumkommen. Und alles, was ich eigentlich tun möchte, ist, diesen einen Mechanoiden zu killen, das Ding zu zerstören, das Schiffsteil. Aber es sind so unglaublich viele Dinge, die getan werden müssen, um zu überleben. Natürlich! Wenigstens läuft gerade keiner rum, den sie sehen könnte, aber... Du kannst aufstehen, dafür kriegst du eins auf die Fresse, ja. Oh Mann, wir brauchen die. Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er hat nur einen Revolver. Das ist praktisch unmöglich, dass der mit einem Revolver... Lauf einfach. Mir vollkommen egal, wie schlecht du da drin bist, medizinisch zu versorgen. Es ist ja nicht so, als ob wir eine Wahl hätten. Mal sehen. Ja.
Du brauchst auch ein Bett. Mal sehen, wie lange das dauert, bis du durchdrehst. Schön. Okay. Ihr beide. Seid gerade quasi die einzige Hoffnung. Wenn wir uns ein bisschen geschickt anstellen und bitte, bitte sterbt nicht. Hier rüber. Währenddessen rennst du hier hoch.
Natürlich musst du jetzt Amok laufen. Und genau, greif das Vieh im Nahkampf an. Das ist eine tolle Idee. Mach das. Ist ja nur eine riesige gepanzerte Raupe mit einer Laser-Minigun und wenn du das schaffst, ne? Tja, der wird wohl wahrscheinlich einer von den Torso treffen. Nö. Wenn ich Glück habe, rennt er tatsächlich in die Fallen und wird dann am Ende von dem Autokanonengeschütz zerschreddert. Aber die beiden sehe ich gerade sterben. Zehn Stunden, zwei Stunden. Lass das Vieh sich damit auseinandersetzen. Eine Stunde, okay, den kriegen wir nicht gerettet. Aber eventuell. Schaffen wir es wenigstens, Evil Grin gerade so zu retten. Mistvieh macht alle Fallen kaputt und nimmt dadurch wahrscheinlich nicht mal wirklich viel Schaden. Ich meine, man kann es versuchen. 9 Stunden ist verdammt lange. 0,8 Stunden ist allerdings extremst kurz. Und je nachdem, wenn wir nicht die schlimmsten Sachen direkt als erstes. Ich glaube nicht, dass das klappt. Nein, nein, du übernimmst bitte sofort die medizinische Versorgung. Weil diese Dinge dulden leider keinen Aufschub.
Na, eine Niere zerstört, ja. Ja, kümmern wir uns auf dem Rückweg drum. Genau. Und die köstliche Leiche müssen wir leider liegen lassen. Ja, genau, das ist genau das, was wir gerade brauchen. Er hat alle Fallen mitgenommen und ist dann erst von den Geschützen gekillt worden. Tut mir leid, ich würde dich sofort schlafen schicken, ich schwör's. Ja, okay, der ist gestorben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Echt, wir sind nur noch die schlimmste Sanitätsstation überhaupt. Am Verhungern, ja. Aber hey. Hatte ich denn nicht eben den Befehl gegeben?
Oh Mann. Natürlich brauchen die eine Behandlung. Wir brauchen ein Wunder. Ja. Du kannst nicht laufen. Du kannst nicht laufen. Naja, du kannst offensichtlich auch nicht laufen. Schön. Wenn wir jemanden hätten, würden wir ja jemanden schicken. Ne? Das Problem ist, wir haben niemanden mehr. Oh, Trumbus, schön. Wenn wir jemanden hätten. Ja. Das Schlimme daran ist, wir gehen ja nicht daran zugrunde, dass unsere Kolonie zerstört wird. Nein, wir gehen daran zugrunde, dass alle Nervenzusammenbruch haben und sich einfach hinlegen und sterben.
Ja, das ist jetzt dein Tag. Tut mir leid. Wenn ich die Situation in irgendeiner Art und Weise besser gestalten könnte, glaub mir. Oh mein Gott. Evil Grin kann wieder laufen. Konnte. Hat ja nicht lange gedauert. Eieiei. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man unter solchen Umständen durchdreht. Komm, haust dir rein. Das ist nur noch das Verwalten des Untergangs eigentlich. Wenn wir ein bisschen mehr Drogen hätten, dass ich sowas mal sagen muss. Aber hey, mit den Drogen ist er wenigstens in der Lage, uns ein bisschen länger am Leben zu halten. Das ist... Mein Gott, bist du wenigstens eine deiner Erkrankungen losgeworden? So, weil ich vergessen habe, die zu holen. Huh? B-
pass auf, vergiss die erstmal. Und die Keule auch. Oh mein Gott. Kriegen wir die Situation etwa unter Kontrolle? Nein, 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 das kann nicht sein. Kleines Grafikproblem mit dem Schnee-Overlay, aber... Nur, dass die Sachen wenigstens wieder reinkommen. Nein. Stunden, okay. In dem Fall sind Jellys Verwundungen schlimmer. Wir waren ja schon fast so weit. Oha, oha, oha.
Oha. Also wenn das so weitergeht. Natürlich geht das so weiter. Was bilde ich mir denn eigentlich ein? Wir haben noch nicht mal unsere erste Forschung zu Ende gebracht. Nach bald 3 Jahren. Drei, ja? Na, mit denen müssten die Geschütze eigentlich fertig werden. Was jetzt? Das ist glorreich. Das ist wahrhaftig glorreich. Nahrung, Wasser, okay. Nahrung, Wasser, aha. Nee, warte. Ich meine, es ist nur ein Exotic Goods Trader, aber hey, die Lamas werden als allererstes sich auf die stürzen. Die sind aber bewaffnet, und zwar mit guten Waffen. Mit wenigstens nicht katastrophal schlechten Waffen. Und wir könnten eventuell irgendwas mit denen handeln, wenn wir denen die ganze alte Kleidung verkaufen können. Aber bitte dreh nicht schon wieder durch. Ich würde den beerdigen. Aber keiner von euch bleibt lange genug stehen, dass ich das kann. Keine Fallen. Naja, solange ihr hier bleibt, ist kein Problem, weil dann werden die Agency-Leute euch platt machen. Ja, zeigt's ihnen. Sehr gut. Da, Neck. Tut mir leid, wenn ich dich immer wieder aus dem Bett reißen muss. Tut mir wirklich so leid. Okay, du bist am Essen. Okay, gut. Nein, keine Tiere, danke. Hive Data kann weg, brauchen wir nicht. Ja, behalten wir, die behalten wir auch.
Hier, Swarm Shell kann weg. Brandgeschosse können weg. Okay, das Grimoire behalten wir. Eine synthetische Niere. Die können wir sogar gebrauchen. Ein fast komplett zerstörter Tornado. Der wird wahrscheinlich eh nicht mehr funktionieren. Nein, ernsthaft, das ist alles, was ihr kauft. Und die Dinger sind unbezahlbar teuer. Teleskop 490. Das könnte eine Hilfe sein. Außerdem können wir das Ding bezahlen. Jedes kleine bisschen hilft. Echt, von allen Händlern muss einer kommen, der so gut wie nichts von unserem Zeug hier kauft. Selber kurz vorm Nervenzusammenbruch, aber hey. Und wir haben immer noch. Hilft ja nicht. Es hilft ja nicht. Ich würde ja sagen, renn los und ver. Oh toll, mehr Wahnsinnsnahrung. Tja, Haus, musst dich wieder allein um alles kümmern. So, jetzt ist das mit den Kirschen vorbei. Ab sofort essen alle Menschen Fleisch. Es ist ja nicht so, als ob wir eine Wahl hätten.
Was tue ich mir mit dem Spiel bloß an? Wo rennst du hin? Weil all dieses Zeug hier gehört jetzt mir. Hab gar nicht mitgekriegt, dass die überhaupt abgereist sind. Aber hey, das ist mir sogar total egal. All diese Sachen, das... Den Kram müssen wir reinbekommen. Und wenn wir den in die Schlafzimmer schmeißen, weil der nächste Händler, der kommt, kann uns dafür eventuell sogar was wirklich Nützliches verkaufen. Sorry Leute, das ist... Himmel. Eisblöcke, okay, die können da meinetwegen liegen bleiben. Ja, du brauchst Erholung. Ich stelle eigentlich schon gar keine Fragen mehr. Thank you.
mehr haben wir nicht geschafft. Sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir einen ganzen Muffalo jemandem zu essen geben? Die Hoffnung bleibt, dass wenn wir es einfach nur lange genug durchhalten, mit dir, okay. Was mit dir? Oh, katastrophal.
So ungern ich das auch mache, ich würde sie gerne rekrutieren, aber wir haben keine Kapazitäten mehr. Ich muss ein netter Mensch sein, weil ich keine andere Wahl habe. Gratulation, demnächst gibt's frischen Polarbeeren. Was jetzt? Ah, schön, das Imperium. No. Es könnte uns so gut gehen. Nein, bitte renn nicht raus.
Ressourcen, ja, weil die brauchen wir total. Oh schön, der Herd ist auch kaputt. Okay, jetzt bist du eh schon da dran. Wir haben zwei quasi gesunde Leute. Quasi. Die mentalen Schäden, die unsere Kolonie offensichtlich verursacht, mal außen vor gelassen. Sorry, Prioritäten. Weil wenn der Herd nicht läuft, keine Mahlzeiten. Oh mein Gott. Okay, ich mache jetzt eine kleine Pause. Himmel. So viel Fleisch. Wir haben zwei Leute, die theoretisch gesund sind. In Anführungszeichen. Und einen Jammerlappen, der mit leichten Schmerzen da niederliegt und sich nicht bewegen will. Wenn wir einen kriegen, bekommst du einen Painstopper. Mal sehen, wo sind wir inzwischen? Nummer 6, Ja. Also wir haben fast einen Hochpunkt erreicht. Nicht so hoch wie hier. Das war der erste Tag, wo so viel Zeug abgestürzt ist. Überfall, Überfall. Okay. Gespeichert ist. Danke fürs mit dabei sein. Ich spiele auf jeden Fall weiter. Aufgeben kenne ich nicht. Ist mir nie vorgestellt worden. Und
Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob ich heute nur RimWorld spiele oder ob ich gleich zur Abwechslung noch was anderes spiele. Aber heute bei den Temperaturen kann ich nicht rausgehen. Deswegen bleibe ich so oder so am Computer. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.